Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Ich bin hier mit meinem Homie Neofit und er hat uns gerade mal wieder eine schöne Geschichte zu dieser Fichte erzählt, die ich gerade euch gezeigt habe. Erzähl mal, wieso sind Fichten so besonders? Fichten sind die weltweit erfolgreichsten Pflanzen, die es gibt. Okay. Weltweit erfolgreichste Baumart. Also Pflanze weiß ich nicht, aber die weltweit erfolgreichste Baumart ist die Fichte. Warum? Erwin Thoma kann man wunderbar nachlesen, er erklärt es ganz toll. Oder auch Peter Wohlleben. Heißt der Peter? Ja, Peter Wohlleben. Und er spricht davon, dass die Fichte am besten kooperieren kann. Ah. Sie ist in ihrem harmonischsten Gleichklang mit ihrer Umwelt. Geil. Weil Bäume sind Konkurrenz nicht gewohnt, sage ich mal. Ja. Sie wollen kooperieren. Richtig. Sie sind in einem Kooperationsmodus. Ganz genau. Und das ist auch, was wir über diese ressourcenbasierte Wirtschaft lernen können, dass wir uns an der Natur, wie es Viktor Schauberger gesagt hat, die Natur kapieren und dann kopieren. Richtig. Das wär's. Das Geil. Wär's, ja. Und darauf ein Wirtschaftssystem ausbauen. Das heißt, wenn der Baum sich durchsetzt und kriegt oben das Licht, ja, der holt sich mit seinem Blätterdach das Licht ab, dann versorgt er über das Wurzelnetz, das ja auch ein unglaubliches Netzwerk ist. Also man wird da von World Wide Web gesprochen, ja, die über dieses Netz versorgte alle anderen Pflanzen. Pflanzen, die in unseren Augen ein bisschen verkümmert aussehen. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, wir sehen einen Menschen, den geht schlecht in unserer Gesellschaft, der ist ein bisschen armsichtig dran, der hat eine schlimme Familiengeschichte, der ist nicht so ans Licht gekommen, ja. Um den kümmert die große Fichte sich, wenn sie ans Licht kommt. Die lässt ihn nicht links liegen, sondern der gehört genauso Teil dazu. Und das ist sowieso nur unsere anthropomorphe Weltsicht, zu meinen, eine kleinere Pflanze, die ein bisschen, sag ich mal, hager ist oder ein bisschen verkrüppelt, dass die weniger wert ist. Ja, das sind die anthropomorph, das heißt, Menschen gemachten Bilder, die wir haben, dass wir meinen, eine große, starke Fichte ist mehr wert oder besser als der kleine. Nein, bei den Bäumen zählt das nicht. Da ist alles was wert, Leute. Es gibt ein schönes Gleichnis dazu. Und zwar, du würdest niemals eine Rose, die aus dem Asphalt herauskommt, weil sie ein bisschen kümmerlicher aussieht, würdest du sagen, ah, guck mal, die ist ja so kümmerlich, die sieht nicht... Nein, du sagst, oh, guck mal, die ist aus dem Asphalt gewachsen. Ganz genau. Und das ist es, was wir auch als Stadtjugendliche oder, sage ich mal, als Menschen in unserer Gesellschaft wieder lernen müssen zu verstehen, dass wir die Wertschätzung reinlegen in die Menschen, die es schwierig haben in ihrem Umfeld, ja, dass sie es trotzdem schaffen und trotzdem aufblühen, das ist was Wunderbares. Ganz genau, Leute. Deswegen kümmert euch um die Leute, die von der Sonne nicht so sehr bestrahlt wurden, Leute, die gehandicapt sind, die wenig Licht abbekommen haben. Macht es wie der Natur, folgt der Natur als Vorbild. Und ganz, ganz wichtig, gelernt mit eurem Umfeld zu kommunizieren. Ja, es ist so, dass die Bäume, zum Beispiel, nehmen wir an, eine Pflanze wird umgetopft. Sie braucht 2 Monate, um weiterzuwachsen, weil sie erst lernen muss, mit dem Mikroorganismen im Boden zu kommunizieren. Und erst dann kann sie wieder wachsen, kann Nährstoffe aufnehmen, kann sich rehabilitieren. Und genauso ist es auch mit uns, Leute. Wir müssen kommunizieren, mit unseren Mitmenschen gut klarkommen. Und heilig werden wir nur, Leute. Heilig werden wir nur, wenn wir auch mit unseren Familien und den Leuten, die ganz nah bei uns sind, wenn wir von denen, die Erleuchteten sind, Leute, dann haben wir es wirklich geschafft. Weil groß in der Welt rumreisen und alle Orte bereisen und zu meinen, ich bin erleuchtet und dann mein Familiensystem zurückkehren, da zeigt dich wirklich, wer erleuchtet ist und wer nicht. Die Wurzelspitzen, die Enden der Pflanze, wenn du die zerstörst, kann die Pflanze sich nicht mehr orientieren. Ah. Und wo sind denn die menschlichen Wurzelspitzen? Die dürfen die nicht zerstören. Die sind in zwischenmenschlichen Beziehungen, die in unserer Kindheit verankert wurden. Absolut. Und das sagt Gerald Hüther zum Beispiel ganz genau auch so. Die Wurzeln, die der Mensch schlägt, die liegen in den zwischenmenschlichen Beziehungen, weil dann wird der Mensch resilient. Dann kann er es schaffen, mit schwierigen Umweltbedingungen lernen umzugehen. Ganz genau. Deswegen sind wir hier bei der Lernkulturzeit. Und genau deswegen nehmen wir euch mit in die Natur, um von ihr zu lernen und uns diese wunderbar prächtigen Bäume anzuschauen. Wir schauen, was uns auf dem Weg begegnet, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit für die nächste Lehrstunde. Danke, dass ihr zuschaut und schön, dass ihr mit uns kommuniziert. So Leute, wir haben ein nächstes Etappenziel erreicht. Ihr seht hier einen original wild wachsenden Blaubeerabschnitt. Ja, also wir haben hier zahlreiche Blaubeeren gefunden. Und was ganz interessant ist, hier daneben ein Ameisenhügel. Und wenn wir gerade beim Thema Natur, Bäume und Naturverbundenheit sind, dann lass uns doch mal dazu was kurz hören von meinem Kollegen Neofit. Erzähl mal, was sind die Ameisen, was zeichnet die besonders aus? Also Forscher haben herausgefunden, das ist richtig spannend, dass die Ameisen eine extrem krasse Regulation ihrer Temperatur vornehmen können. Und zwar die
die Geburtenstation, man muss sich vorstellen, die im Zentrum ihres riesengroßen Ameisenhaufens, wo zig Millionen oder zigtausende von Ameisen leben, ist die Geburtenstation. Und in dieser Geburtenstation muss eine ganz, ganz exakt regulierte Temperatur herrschen. Und die darf, glaube ich, 0,5 Grad Veränderung darf sie erleben, aber mehr nicht. Und was machen die denn, wenn es zum Beispiel im Winter kalt wird? Natürlich schaffen sie es mit ihrer genialen Technik, Äste und Holzstückchen so aneinander zu reihen, dass es schon sehr, sehr gut kalkuliert ist. Aber wenn es doch mal zu kalt wird, dann gehen sie mit ihren kleinen Ameisenkörperchen raus. Das ist richtig lustig, ja. Und wie eine kleine Solarzelle wärmen sie sich auf, bringen dann die Hitze rein in den Ameisenhaufen und dann wird es wieder reguliert. Also die sind sehr schlau, die haben wirklich Köpfchen, diese kleinen Viecher. Und was man nicht vergessen darf, Ameisen könnte man eigentlich als die erfolgreicheren Lebewesen, wenn man das so betiteln möchte, als Menschen bezeichnen. Weil, wenn du die Masse des Gewichtes von allen Ameisen zusammenzählst, ist schwerer als alle Menschen zusammen. Krass. Also die Masse aller Menschen auf der Welt. Wie viele sind wir? 38 Milliarden oder 8 Milliarden? Wir sind bald 10 Milliarden. Ja, sagen wir mal 8 Milliarden so um den Dreh. 8 Milliarden mindestens. Bei diesen 8 Milliarden Menschen, du nimmst das ganze Gewicht, selbst die ganzen Amerikaner kannst du nehmen. Alle dicken Russen, Amerikaner, Chinesen, die werden ja immer fetter, habe ich gehört. Okay, die Deutschen sind auch schon extrem fett. Extrem fett, also leibig. Ist es nicht so, dass mehr an Fettleibigkeit sterben als an Hunger? Absolut. Und genau das ist die kranke Polarität. Ja, die einen sterben, weil die zu viel fressen und die anderen, weil die zu wenig haben. 40.000 Kinder am Tag an Unterernährung, Leute, und verseuchten Trinkwasser. Was ich noch zu diesem Ameisenbau hier sagen wollte, wir gucken uns das nochmal an. Und zwar ist der ganz interessant, wo du das mit der Wärme erwähnt hast. Und zwar hat Erwin Thoma daraufhin ein Konzept entwickelt, wie er Häuser so baut, dass sie ohne Klimaanlage und mit speziellen Holz natürlich, ohne Klimaanlage immer ein konstantes, gleiche Klima haben. Ob es draußen stürmt, heiß ist, schneit oder die Sonne brennt. Im Haus ist immer das gleiche Klima und alleine mit Holz. Allein mit Holz und einem speziellen Belüftungssystem hat er das hinbekommen. Das sind die ohne Zufuhr von Elektrizität. Genau, ohne Zufuhr von Elektrizität, Leute. Das ist Wahnsinn. Also wenn ich von futuristischen Projekten spreche, von Venus-Projekt oder sage, wie die Gesellschaft in Zukunft aussehen könnte mit neuesten Technologien, da meine ich solche Technologien. Da meine ich nicht, dass wir eine Playstation oder einen Fernseher oder eine Klimaanlage haben, die Schadstoffe bildet, sondern ich meine intelligente Systeme, die auf natürlichen Prinzipien basieren. Auf den Prinzipien des Lebendigen, Leute. Auf Prinzipien, die fortschrittlich sind, aber gleichzeitig ursprünglich. Das zu verbinden, Leute, eine Symbiose daherzustellen, das ist die neue Welt. Wir wollen nicht zurück in die Steinzeit. Wir wollen die neuesten, modernsten, luxuriösesten Häuser haben, aber auf natürlichen Prinzipien. Und das steht uns zu. Und das verstehen viele nicht. Die glauben, wenn du an Fortschritt denkst, dann glaubst du, die Maschinenzeitalter soll einfach weiter evolviert werden. Nein, es geht darum, die spirituelle Weisheit zu evolvieren und die materielle Welt zu evolvieren. Eine Symbiose zwischen spiritueller Wissenschaft und materieller Wissenschaft zu erzeugen. Zwischen weiblichen Technologien und zwischen männlichen Technologien. Und dann kommen wir die Ganzheit, dann kommen wir in die Göttlichkeit. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry, aber zu diesem Konzept, du bist dann weiter geschlittert. Zu diesem Konzept kannst du deinen Zuschauern noch gerne erzählen, dass sie recherchieren können wegen diesen Hausbauten. Ah, genau. Und zwar können sie mal nach dem Wiener Filmarcharchiv schauen. Ah, genau, das ist sehr, sehr spannend. Genau, da muss nämlich auch diese Temperatur, danke. Weil die brauchen nämlich auch diese ganz, ganz gut... Klima, damit diese schönen Filme... Leute, ihr seht, das ist mein kongenialer Partner. Er ergänzt mich da, wo es mir fehlt, und ich ergänze ihn da. Deswegen danke ihm und danke euch, Leute. Geht's jetzt weiter auf dem Weg in Richtung Vollendung. So, ihr Lieben, wir haben das Glück, dass wir eine wunderbare Landschaft haben und dass mein Homie Neofit einen seiner Texte auspackt. Ihm ist gerade wieder ein genialer Gedanke gekommen. Und dann schieß mal los. Wie lautet dein Text? 5 Minuten. Okay, pass auf. Mit dem Teleskop und dem Horoskop in der Hand fand ich irgendwann den Zustand, der mich wieder verband mit dem Land, dem Gesang und dem Anfang. Mein Gedankengang klang, den durch mich drang, mit mir sprang und für einen Moment der Ewigkeit entstand, wo niemals wieder aus mir verschwand und jetzt auch noch zu euch gelangt. Früher hatte ich mich verrannt und jetzt lauscht ihr wie gebannt, doch dann hatte ich es erkannt, unser Leben liegt nicht in der Hand von der Hochfinanz. Kaum einer, der es weiß, was es wirklich heißt, diesem Regime zu dienen. Wo sie alle Ängste kriegen, niemanden mehr lieben, außer den eigenen 7 Sachen. Und wer uns ist geblieben, lernt man eben mit den Dieben, beginnt mit krummen Streifzügen. Bei den Nächsten zu betrügen, das ist, was sie alle täglich üben. Und irgendwann geht es ja dann richtig los. Einer ist erbost, ist schon längst arbeitslos und so hoffnungslos, sucht er dann das Boot, das ihn dann noch nimmt. Ansonsten sieht er rot und beginnt zu suchen, wer ist gleichgesinnt. Der nicht schwimmt, der ertrinkt, sagt ihm sein Instinkt. Und selbst wenn es ihm jetzt stinkt, muss er ja dann durch. Und plötzlich sieht er einen, der dann rüberwinkt. Ey, hey, das war aber schuld, das war, warum diese Krise kam.
ihr sich versagt. Ja, ja, war fast das ganze nächste Jahr damit beschäftigt zu erfahren, was es heißt, wenn man sich verneigt und versteift im Angesicht des Leids. Und plötzlich ist er da, der Sündenbock ist gefunden. Er hatte uns geschunden, wegen ihm sitzen wir hier unten. Sie sagen, ey, lass ihn uns verwunden. Bevor er entkommt, soll er kriegen, was er verdient. Und so ziehen sie durch die Straßen, um an allen Ecken nachzufragen. Wo sind sie mit ihren großen Nasen? Weil wir alle kennen diese Phrasen. Aber weiß man dann einmal, was es heißt, Millionen zu vergasen? Kennt ihr die Konsequenz, so viele Leichen zu vergraben, diesen Gestank zu ertragen und die Gewissensbisse, die dich plagen? Was haben diese armen Seelen da gemacht, dass man sie so hasst? Und jetzt noch das. Es geht bergab für das Protokoll. Das Fass ist voll. Ich hatte es so nicht gewollt. Ja, ja. Aber ist es einmal getan, beginnen die Verfahren und die Zahlen für die Taten. Denn verantwortlich ist man immer nur für sich. Und lernt man nicht aus der Geschichte, gibt auch kein Gericht. Und heutzutage höre ich wieder viele Leute sagen, ey, die Juden oder die Musulmanen wollen uns schaden. Das verdreht mir meinen Magen. Denn es sind dieselben Klagen, nur von anderen Schaben, mit anderen Narben und mit anderen Namen. Meinetwegen falle ich aus dem Rahmen, wenn ich sage, keiner ist hier wirklich schuld. Hab Geduld und ihr werdet es bald sehen. Unser ganzes Wesen zahlt die Spesen aus vergangenem Leben. Stundenlang könnte ich drüber reden, denn überall bin ich schon gewesen. Deswegen habe ich vielleicht 1000 Bücher schon gelesen. Egal ob Christ, Buddhist, Zionist, Atheist, welche Flagge du auch hisst. Wir alle haben uns selber betrogen, uns belogen. All die Logen, die Verschwiegenheit gelogen. Und ganz oben auf ihrem Banknotenthron bedrohen nur sich selbst. Die ganze Welt verfällt ist auf harten Drogen. Und ich weiß, wie sie wachsen, kenne die Synapsen. Und so werde ich mich belohnen, werde richtig wohnen. Frei von dem Scheingeld, mein Held nenn ich meine Frau. Ganz genau so will ich leben, mit einem Garten. Ich werde den Weg, für Regen in Maßen werde ich leben, werde ich beten. Meine Pflanzen möchte ich segnen, weil sie mich verpflegen. In dieser Gegend ein autarkes Leben mit freier Energie und der Kunst zu heilen. Das würde ich gerne anpeilen und verweilen in meinen weiten kriegsfreien Zonen. Die kommenden Generationen verschonen, müssen wieder lernen zu lernen, um uns nicht vom Kern zu entfernen. Uns entkehren oder falsch ernähren. Müssen Nahrungsmittel hier verzehren, die gesunde Zellen in uns vermehren. Müssen zurückkehren zu den Fern, zu den Verwerten, zu den Orten, wo wir wären, wenn wir wirklich lernen, das nächste Leben zu verehren. Um Liebe zu vermehren und niemanden belehren und zu werden, wie die Wüsten überquerten. Gemeinsam niemanden bewerten und zu dienen, nicht zu herrschen. All die Eingesperrten und die Weggezerrten werden es bemerken, dass wir neue Wege einschlagen. Die Kriegsbeile hier vergraben, um dann mit Geschichten weiterzufahren. Müssen neue Gemeinschaften offenbaren, wie die Schamanen, unsere Geister aufzuklaren, die Natur zu erfahren und die gefährdeten Arten. Also diese ganz Rahn zu befragen, was sie brauchen in den kommenden Jahren, zu helfen, wo wir können, niemandem mehr Folge zu missgönnen, wieder mehr zu leben und zu lesen. Das zu leben, was wir anstreben. Frieden zu geben und neue Gemeinschaften zu weben. Ey, es wäre wirklich so ein Segen, hört ich, die Menschen nicht nur reden, sondern auch was tun. Es wäre wirklich so ein Segen, hört ich, die Menschen nicht nur reden, sondern auch was tun. Weiter. Geiler Schlusssatz. Super, super, super. Genau das meine ich, Leute, ihr seht. Da ist viel Qualität drin, wunderbare Perspektiven und wir gehen weiter auf unserer Wanderung, Leute. Lasst es auf euch wirken, geht neue Wege, verbindet euch mit der Natur, verbindet euch mit Menschen, liebt einander und vor allem liebt euch selbst, Leute. Eine ganz wichtige zentrale Botschaft. Liebt euch selbst, weil wenn ihr euch selbst nicht liebt, könnt ihr auch keinen anderen lieben. Das hört sich an wie eine Floskel aus RTL, Leute, ich weiß. Aber letztendlich geht es darum, Leute. Und deswegen werden wir euch noch mit weiteren solcher Videos bereichern und probieren, all die Liebe und die ganzen positiven Momente in euer Herz zu bringen. Bis gleich, ihr Lieben. So, Leute, wir haben wieder die Möglichkeit bei einer Vitamin-D-Aktivierung. Wie geht es? Jetzt zeige ich es euch mal ganz genau. Also, ihr stellt euch in diesen kalten Bach rein und fangt an, die Waden zu befeuchten. Ja? Beine nass machen. Wenn ihr die Hose anlassen wollt, lasst ihr sie an. Dann geht ihr über die Arme. Geiles Gesicht. Und dann in den Nacken. Geil. Dick viele würden jetzt feiern, wenn du gesagt hättest, wenn ihr die Hose anlassen wollt, lasst ihr sie an, aber ich ziehe sie jetzt aus. Da sind wir gestartet. So,
ihr Lieben, nächste Zwischenetappe nach der Vitamin-D-Aktivierung geht es natürlich barfuß weiter jetzt die Etappe. Ihr habt da hinten unser kleines Dorf gesehen, von dem wir durch den ganzen Wald gelaufen sind, um immer wieder die Prinzipien des Lebendigen zu entdecken. Denn wenn man die Prinzipien des Lebendigen versteht, versteht man Gott. Und hier erkennen wir wieder so ein Prinzip. Seht ihr, wie der Baum die Wurzeln in den Berg verankert hat, aber dann Richtung Licht wächst. Ja? Jedes Leben geht Richtung Licht. Und die Sonne wurde nicht ohne Grund schon bei allen Weisheitstraditionen immer als göttliche Quelle bezeichnet. Denn da ist das Licht. Licht, Wahrheit, Klarheit, Bewusstheit. Das ist durch das Symbol der Sonne schon im alten Ägypten manifestiert worden. Und wir machen es genauso. Wir gehen jetzt weiter den Berg hoch, barfuß Richtung Licht. Und ich hoffe, ihr folgt uns. Und ganz wichtig, Leute, abonniert meinen Kanal. Leute, ich vergesse immer wieder zu sagen, ich mache viel zu wenig Werbung in eigener Sache. Abonniert meinen Kanal, kauft meine Ernährungspläne, kommt in den Laden, kauft euch diese Schuhe, Leute. Das sind alles Sachen, hinter denen ich auch vollkommen stehe. Ich will euch hier nicht verkaufen, sondern ich will euch zurück zum Prinzip des Lebendigen führen. Und da es durch mich so funktioniert hat, würde ich mich das für euch auch wünschen. Deswegen, Leute, tretet in Aktion und kauft euch Superfoods, ladet euren Körper auf. Dann fängt dieser Prozess automatisch an, Leute. Er fängt automatisch an. Kommt mit mir. Folgt mir. Auch auf Instagram und auf Facebook und so. Folgt mir. So, ihr Lieben, wir sind bei der letzten Station angelangt und zwar nochmal zum Thema Holz. Wir sitzen hier auf wunderschönen Holzbaumstämmen und das Faszinierende an Holz, so ein Baum besteht eigentlich überwiegend aus Luft. Nur zu 0,3% saugt er die Nährstoffe aus dem Boden, weil sonst müsste ja unter dem Baum ein Riesenloch sein. Oder habt ihr euch nie gefragt, woraus besteht denn eigentlich der Baum? Jetzt müsst ihr doch die ganzen Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Nein, er saugt die Luft auf, ja, und bildet daraus dieses wunderbare Holz. Und dieses wunderbare Holz hat eine ganz besondere Eigenschaft, die Erwin Thoma ertestet hat. Und zwar gibt es da ein besonderes Holz, und zwar Mondholz, gell, ist es? Mondholz. Was ist an diesem Holz so besonders? Mondholz hat die Besonderheit, dass es vollwertiges Holz ist und zu einem ganz, ganz wichtigen, bestimmten Zeitpunkt geerntet wird. Das heißt, wie jeder die Verhältnisse von Ebbe und Flut mit Wasser kennt, ist es natürlich auch beim Holz so, dass das Wasser mal stärker, mal weniger stark durch die Zellen pulsiert. Und es ist eben so, dass wenn du das Holz zu einem gewissen Zeitpunkt erntest, dass es frei von jedweden Schädlingen, also dieses Holz wird nicht angegriffen sozusagen. Und nicht nur das, es wird nicht von Schädlingen angegriffen, deswegen er wunderbare Häuser baut, sondern er hat es mit 1000 Grad beflammt und es hat 150 Stunden nicht gebrannt und wurde nur leicht verkohlt. Und das ist eine Besonderheit, weil sogar Stahlbeton nach der Hälfte der Zeit zerbröselt und kaputt geht. Das heißt, dieses Holz, was man eigentlich denkt, Holz ist so flammbar und so ein Brennstoff sogar, widersteht solchen großen Hitzeeinwirkungen. Das ist natürlich ganz besonderes Holz. Und davon kann man im Bau heute profitieren. Deswegen, wenn ihr ein Haus baut in der Zukunft oder so, wendet euch an Erwin Thoma. Und was ich an dieser Stelle noch, wir haben nicht mehr lange Zeit, was ich an dieser Stelle noch gerne hinzufügen möchte an deinem Publikum, stop planting, stop talking. Ihr kennt vielleicht Felix Finkbeiner, der 13-jährige Junge, der über 1 Million Bäume gepflanzt hat. Wir sollten uns ein Vorbild an ihm nehmen und schauen, dass wir Bäume pflanzen. Nicht nur, um wieder mit der Natur sozusagen zusammenzukommen und wieder zu wachsen, weil jeder Mensch, der in der Lage ist, in die Zukunft zu schauen und zu wissen, dass wenn er einen Baum pflanzt, unter dem erst seine Kinder sitzen werden oder von denen seine Kinder wieder profitieren können, der hat zumindest nicht was für morgen oder für jetzt getan, aber der hat das Leben verstanden. Der hat verstanden. So Leute, wir sind am Ende unserer Reise angekommen, mit Neofit im Wald gewesen. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt, viele Weisheiten, viel über die Natur, über die Prinzipien des Lebendigen. Jetzt zum Schluss wollte ich hier meinen Kollegen nochmal fragen, was der Name Neofit eigentlich bedeutet. Neofit kommt von Neophyt. Neophyten heißt nichts anderes als Neo, neu, Phytos, Pflanze, neue Pflanzen. Eigentlich unbeliebte Pflanzen, die sozusagen wie so Migrationswellen auslösen. Also nicht so beliebte Pflanzen, weil die kommen und anscheinend würden sie die einheimischen alten Pflanzen verdrängen. Ah. Aber wo etwas Neues entsteht, ist auch eine alte Tür zugegangen. Vielleicht alte verstaubte Muster werden gehen gelassen. Aber ich habe es aus einer doppeldeutigen Variante heraus gewählt für meinen Namen. Neophyt heißt auch gleichzeitig Neophyt der Mysterienschüler. Und zwar war es so, dass im alten Ägypten die Einweihungsprozesse wurden so durchgeführt, dass du Schüler hattest,
die auserwählt wurden und in die Tempelanlagen hineingekommen sind. Und die Hohepriester haben sozusagen die höheren kosmologischen Zusammenhänge erklärt. Und der Mensch ist durch Kontemplation und Meditation in den Bewusstseinszustand gekommen, wo er praktisch die Zyklen und die Natur verstanden und er hat die Alleinheit aller Dinge begriffen. Und zwar die Pyramiden, wisst ihr, wie die aufgebaut sind? Die sind an bestimmten Kraftorten und da ist die Verbindung zwischen Kosmos und Erde ganz besonders. Und in diesen sogenannten Sarkophagen wurden die Neophyten reingelegt und haben ihren Tod erlebt. Das heißt, sie hatten eine Nahtoderfahrung, die hatten eine krasse Verbundenheit zur Ganzheit aller Dinge. Ja? Um das Ganze nochmal auf unser moderneres Weltbild zu setzen, habe ich auch den Neophyt als Künstler alter Ego gewählt, weil ihr kennt alle den Film Matrix, wo Neo sozusagen auch eine Art Mysterienschüler ist und dann von Morpheus, dem Hohepriester, eingeweiht wird in die höheren kosmologischen Zusammenhänge wiederum, in die Philosophie des Alltags, in die Illusion der Welt. Und deswegen Neophyt, so wie Neophyt. Ja? Also wenn ihr nach mir sucht, könnt ihr gerne Neophyt eingeben bei YouTube, da werdet ihr dann meine 20, 30 Tracks finden und ich hoffe, dass sie euch gefallen. Sehr schön. Leute, ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, postet es runter. Wir haben sehr viel. Wir werden euch genauso einweihen wie die Neophyten in den Pyramiden, in das Mysterien der Welt. Wir haben so viel Informationen noch darüber. Das würden wir euch gerne mit euch teilen. Danke dir, Neophyt. Hat mir Spaß gemacht. Du warst gerne. Und danke bis zur nächsten Sendung. Und weiter so, Bruder. Jo.